Willkommen zurück hier zur FIFA 16 Karriere. Heute spielen wir gegen Rot-Weiß Erfurt. Ja, im letzten Spiel haben wir in der dritten Runde des DFB-Pokals leider gegen Borussia Dortmund verloren. Ich weiß, es war nicht überraschend und so weiter, aber es ist halt ärgerlich. Aber ich meine, da kann man mit leben. Wir haben uns, glaube ich, ganz gut geschlagen. Und ja, das ist ja das Wichtigste. Und ich glaube, ich kann wieder mal ein paar Spieler austauschen, weil, wie ich sehe, sind nicht alle fit. Düker lasse ich mal wieder von Anfang an ran. Ich muss dem Jungen mal mehr Chancen geben. Ich habe da relativ wenig spielen lassen. Dann vielleicht mal Ditgen wieder hier auf rechts. Ja, komm, Bahn lasse ich mal. Wen haben wir denn noch so da? Staffeld. Staffeld zum Beispiel. Na, pack doch mal Staffeld für Ito rein. Aber Ito nehme ich mit. Meier nehme ich auch mal wieder mit. Rüter vielleicht. Ja, komm, Rüter nehme ich auch mal mit. Dann wen haben wir noch? Dovidat haben wir auch noch. Dann Schellig und Winter. Die beiden lasse ich auch mal wieder spielen, weil der Schellig ist linker Verteidiger. Packe ich mal den anstatt Profiter dahin. Und Winter anstatt Bergan auf die rechte Verteidigerposition. Also lasse ich, glaube ich, lieber mal Dovidat von Anfang an spielen, weil wir ihn schon länger nicht mehr haben spielen lassen. Ich würde sagen, mit dieser Aufstellung will ich jetzt spielen. Obwohl ich jetzt vielleicht noch einen anderen Torwart reintun können, aber ist es eigentlich auch egal. Oh nein, El Rondo. Nein, bitte springen. Nein, ich hasse das. Ich weiß nicht, warum. Ich bin einfach zu scheiße, um an den Ball ranzukommen, ne? Im Stadion Essen gegen Rot-Weiß Essen und es regnet oder schneit nicht. Okay, halt, mein Song ein bisschen leiser machen. War eine falsche Taste. So. Ich will auf den Ball passen. Mann. drück mal wieder meine Taste und er macht nichts. Jessic oder Jessic, was weiß ich. Ah, schön von Jokic. Behält den Ball auch noch. Lässt ihn nicht ins Ausgehen. Ja, Weihrauch zieht ihm da die Beine weg. Kann man pfeifen. Okay, ich spiele hinten rum. Da brauche ich jetzt nicht unbedingt angreifen. Es wird eine Ausdauer verbrauchen. Ach, nee, der Ball war ein bisschen zu optimistisch gespielt. So. Alter. Nicht im Ernst jetzt, oder? Ich wollte da ganz hoch werfen. Da wurde er, ne? Habt ihr ja gesehen. Alter. Oh, wie frei ist der da, ey? Wie kommt der da zum Schuss? Dann kommt er auch noch an den Ball. Also, er kommt an den Ball und dann kommt er auch zum Schuss. So rum wollte ich sagen. Scheiße. So, immer mit der Ruhe. Ruhig hinten rausspielen. Keine Hektik, keine Panik. Der Seitenwechsel ist immer gut. Ach, Düker. Düker da mit dem Fehlpass. Ärgerlich. Aufpassen, Behrens. Behrens, den kenne ich irgendwoher, den Namen. Den kenne ich irgendwoher. Kommt mir bekannt vor. Hat er... Oh, scheiße. Hat er vielleicht am Anfang bei uns gespielt und wir haben ihn verkauft? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber der Name Behrens kommt mir sehr bekannt vor. So, eine gefährliche Position. Zeige. Am Ball. Ja, nee. Der war nicht übermäßig gefährlich. Zum Glück. Oh, Jokic, was macht der da? Ganz schlimmer Fehlpass. Jessic mit der Flanke, aber genau auf Löhe. Oh, zum Glück verkacken sie ihre Chance da. Weil, was Jokic da macht, das ist schon fatal. Da liegt einer auf dem Boden. Nein! Oh, sag mal, die Pässe sind ja heute mal wieder unterirdisch, ne? Hat sich da jemand verletzt? Ich hoffe nicht. Ne, hat sich keiner verletzt. Sehr gut. Die Pässe sind ja gerade mal wieder unterirdisch, ne? Noch unterirdischer als sonst. Ah, der Ball von Winter. Guter Versuch, aber schlecht gemacht. Gut gedacht, schlecht gemacht. Ah, Essen ist im Moment noch die bessere Mannschaft. Hatte mehr Chancen. Ich meine, ich hatte noch gar keine Chance in diesem Spiel. Ach, Winter. Ah,
Mit einem richtig schlechten Ballername. Es könnte gefährlich werden. Da kommt er durch. Oh, Dittgen ist dazwischen. Löhe hat ihn sicher. Zum Glück war Dittgen da. Zum Glück war Dittgen da. Oh, je. Also, okay, ist klar, was ich damit sagen wollte. Zum Glück war Dittgen zur Stelle, so. Zum Glück war Dittgen da. Ja, jetzt mal ein bisschen konzentrieren hier. Sonst wird das ja nichts. Nein, wieso bleibst du stehen da, Dittgen? Komm schon, sehr schön. Der war zu voreilig gespielt. Hätte ich den Ball lieber erst nochmal annehmen müssen, richtig. Ja, komm schon, Bahn. Läuft da den Ball ab. Sicher. Aber auf die andere Seite. Da unten läuft Čokić. Ja, wenn Weihrauch da gelaufen wäre, wenn er den Ball behauptet, ja, macht er sehr gut. Kurz mal abbrechen, aber den Ball hat er behauptet. Da wollte ich eigentlich nicht hinpassen, aber der war trotzdem gut. Dovidat! Hey! Hey! Schiri! Alter! Habt ihr das gesehen, wie er weggeschubst wurde? Geschubst, das was weiß ich. Alter! Also, ne? Ich weiß ja nicht. Kann man meiner Meinung nach über einen Pfiff nachdenken? Kann man über einen Pfiff nachdenken, finde ich, weil... Alter! Ganz ehrlich, ich hab's ja gesehen. Ach, scheiße, abseits. Ah, Flanke war hier scheiße. Alter, wird uns einfach ein Elfmeter genommen, ne? So fängt ein Spiel doch schon mal schön an, ne? Halbzeit 0-0. Ein nicht gegebener Elfmeter, was meiner Meinung nach wirklich ein Elfmeter war. Naja. Besser als 1-0 oder 2-0 hinten liegen. Weil Rot-Weiß Essen war bis jetzt die bessere Mannschaft. Wir sind am Ende der Halbzeit noch ein bisschen ins Spiel zurückgekommen. Aber bisher, ja, wie gesagt, Essen ist die bessere Mannschaft. Das muss sich ändern. Oh, schön von Düker, der geht da dazwischen. Leute. Boah, Alter! Ja. Ich wollte gerade sagen, ne? Die hauen ganz schön drauf. Oh, hier mal kurz einen Pass spielen. Wenn jetzt. Da wollte ich eigentlich nicht hinpassen, sondern. Nach unten, wenn der Spieler, der da war, gelaufen wäre, aber ist er halt nicht. Es ist, ne? Belastend. Auch schön von Düker. Schön von Düker. Weihrauch? Patrick Weihrauch! Genau auf Gubini. Schade. Verdribbelt sich dann ein bisschen. Ist dann in keiner so guten Position für einen Abschluss. Aber er versucht's. Na, oh, Čokić schaut mal drauf. Ah ja, genau auf den Torwart. Aber Weihrauch gerade mit einer richtig guten Chance. Aber ihr habt ja gesehen, da habe ich mich ein bisschen leider verdribbelt. Aber deswegen in einer nicht mehr so guten Abschlussposition. Dovidat? Bitte, dankeschön. Was? Oh, der wäre so schön gewesen. Da wären dann zwei Leute durch gewesen. Schade. Schade. Knappes Abseits. Oh, ich spiele da riskant hinten, die Essener, ne? Ich bin da sehr riskant. Das könnte vielleicht eine Chance für uns sein. Aber Winter mit einer guten Ballbehauptung. Ach, probiert mal eine Flanke. Oh, die ist gut. Patrick Weihrauch. Bäm, Alter. Haut der den Ball da unter die Latte. Aber wie?
Aber was für eine Flanke von Winter. Sieht da Weihrauch, der läuft perfekt ein. Oh, haut er den da rein, ey. Dass das Tor noch steht. Das 1:0 für Aachen. In der zweiten Halbzeit, relativ am Anfang der zweiten Halbzeit. Ja, wir sind besser ins Spiel reingekommen nach der Halbzeit. Halbzeit. In der 61. Minute, gut, nicht direkt nach der Halbzeit, aber ne, ihr wisst, was ich damit sagen wollte. Alter, das war schön. Aber ich muss sagen, eine richtig gute Flanke von Winter, genau auf Weihrauch. Er ist natürlich auch genau im richtigen Moment eingelaufen, wie als wären die Laufwege einstudiert gewesen. Was wir natürlich auch waren, ne? Klar, war genauso geplant. Boah. Ja, der war auch nicht schlecht, aber zum Glück grätscht er da, obwohl der Ball über ihn drüber geht. Auch interessant. Kann man mal machen. Oh, Weihrauch. Ah, Weihrauch geht da vorbei. Weihrauch. Ah, schade. Ich wollte einen hohen Ball nach unten spielen, aber der wurde abgeblockt. Ärgerlich. Ah, schön von Celik. Ah, komm schon, wenn einer läuft. Dovidat. Da, schade. Aber der Ball ein bisschen zu lang, nur ein ganz kleines bisschen schwächer. Und er wäre perfekt gewesen. Oh, Winter wird da geschubst. Oh, gut vorgelegt von Grebe. Aber Celik ist schneller. Djokic? Wie wär's, wenn du mal den Ball... Dankeschön. Kann man auch mal machen, ne? Einfach mal den Ball wegspringen lassen, ja. Ja, aufpassen. Löhe. Ah, muss ein Dittgen dann das ausklären. Eigentlich wollte ich den Ball nach rechts weg. Oh, falsche Taste. Ich wollte eigentlich die hier drücken. So, Weihrauch kann raus. Der ist platt. Hat aber sein Tor gemacht. Finde ich gut. Djokic hat auch nicht mehr viel Ausdauer. Für ihn kommt Tönne rein. Winter oder Staffeld. Gute Frage. Wie wechsle ich jetzt noch aus? Mach ich so. Obwohl, Winter muss ich sagen... Nein, ich will jetzt... Da, genau. Winter muss ich sagen, hat mir jetzt in der zweiten Halbzeit richtig gut gefallen. Mit der Flanke und so weiter hat die Bälle gut erobert, aber Löhe zur Stelle. Die Bälle gut erobert, gute Pässe gespielt, Laufwege und so weiter. In der zweiten Halbzeit hat mir jetzt, wie gesagt... Wer war es nochmal? Winter? Ja genau, Winter richtig gut gefallen. Und das als Abwehrspieler, sehr offensiv, aber trotzdem sicher hinten drin. Genau solche Spieler will ich. Also, ne? So, Ito. Der ist frisch, der ist noch frisch, der wurde gerade eingewechselt. Ito jetzt mit einer schönen Flanke, die war echt schön! Julius, ne, nicht Julius Dütke. Dütgen. Dütgen fliegt da dran vorbei. Oder was, doch Dütke? Dütke, genau. Dütke. Es war doch Düker. Weil unten bei den Namen stand gerade Dittgen. Deswegen habe ich mich gerade gewundert, aber es war doch Düker, der dran vorbeigesprungen ist. Schade. Guter Versuch. Aber noch führen wir ja 1-0. Noch gibt es nichts zu bemängeln. So, und da läuft jetzt Dittgen. So, schön. Flanke. Ein bisschen zu nah an den Torwart. Aber war sowieso abseits. Ich frage mich zwar, warum man sowas noch pfeifen muss, wenn mein Spieler nicht mal den Ball hat, aber naja. Gibt Zeit. Gibt zusätzliche Zeit. Und gute lalala. Und zusätzliche Zeit ist immer gut. Weißt du? Meier haut dann auch noch neben dem Ball, ne? Aber war ja richtig gut. Er war ja vorher am Ball dran, ne? Er hat das Tor machen können. Aber er haut einfach mal daneben, ne? Warum nicht? So, nochmal Meier hier schicken. Meier, ne. Kann sich da nicht behaupten. So, jetzt aber. Meier. Ja, das 2:0. In der 90. Minute, damit ist das Spiel auf jeden Fall gelaufen. Wer ist Meier eigentlich mit Vornamen? Weiß ich gar nicht. Muss man gleich mal schauen. War aber schön gespielt und die Abwehr
mittlerweile hat riesige Lücken. Schaut euch mal an, der kann da einfach ganz frei passen und frei auf Meier spielen. Und der hat dann überhaupt kein Problem. In der ersten Halbzeit war Essen richtig gut, muss ich sagen, aber mit der Zeit, habt ihr die Abwehr gesehen, nicht wirklich gut am Ende. Am Anfang kam ich nicht durch, aber haben nachgelassen. Ich meine, ich beschwere mich nicht, ich habe 2 Tore geschossen. Meier hat auch mal eins geschossen, ich weiß immer noch nicht, wie er mit Vornamen heißt, weil es natürlich jetzt auch nicht angezeigt wurde, wenn ich es wissen will, ne? Ist klar. Aber ist egal, wie er mit Vornamen heißt, Hauptsache er schießt Tore. Macht, glaube ich, sogar sein erstes Tor in der Liga, weil ich ihn fast nicht habe spielen lassen. Doch, ich habe ihn ja am Anfang spielen lassen, aber da war er nicht sonderlich gut, deswegen habe ich ihn dann am Ende nicht mehr spielen lassen. Oder so in der Art. Sieg, 2:0 Gewinn, gewinnt Alemannia Aachen gegen Rot-Weiß Essen. Kann man sagen verdient? Man kann sagen verdient. So, sehr gut. Weitere 3 Punkte. Sah am Anfang nicht damit. Viktor Meier sah am Anfang nicht danach aus, weil Essen eigentlich ziemlich gut war in der ersten Halbzeit. Aber die 2-3 Torchancen, die sie hatten, haben sie nicht genutzt. Und das ist dann, ne, nicht gut. So, will ich mal in die Tabelle schauen, was wir eigentlich gerade für eine Tordifferenz haben. Wir sind Erster mit 42 Punkten, mit 9 Punkten Vorsprung. Tordifferenz von 19. Haben aber weitem nicht die meisten Tore geschossen, aber halt mit Abstand die wenigsten kassiert, was natürlich auch wichtig ist. Und wir haben auch eine E-Mail bekommen. Enttäuschend in der Startelf zu stehen. Ja, mein Gott, du warst nicht bei, warst bei voller Ausdauer. Ich will andere ja auch mal spielen lassen. Wir könnten 3 Spiele verlieren, habe ich schon alle angefragt. Da laufen die Verhandlungen noch. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, ob einer von denen gehen wollte. Also ich habe einfach mal Anfragen geschickt. Ich meine, wenn einer gehen will, ist es besser, wenn sie noch einen Vertrag haben, weil ich da noch Geld dafür bekomme, dass sie dann gehen. Oder so in der Art. Auf jeden Fall können wir jetzt noch mal kurz ein paar Spieler trainieren. Jetzt euch die Platte hier noch mal. Könnt ihr aufleveln? Ja, könnt ihr eventuell. Dann Waldschmidt. Ja. Wen haben wir noch? Unser Verteidiger da, Winter. Genau, der hat mir richtig gut gefallen, muss ich sagen. Vor allem in der zweiten Halbzeit. Hackenberg vielleicht, kann er aufleveln. Könnte er theoretisch. Mal gucken, ob er es auch schafft. Und Pflücke. Oder vielleicht auch Ito. Ich glaube, es ist sinnvoll, die Spieler zu trainieren, die einen bisschen schlechteren Wert haben. Damit die halt besser, weil so wie Platte, der schon eine 68 ist, ich glaube, der trainiert sich ja auch beim Spiel. Und ich glaube, hier beim Training ist es besser, wenn man dann die trainiert, die so 49 oder 50 sowas sind, wie so Ito und Winter zum Beispiel. Ja, mir ist es egal, wir haben es mal andere auch trainiert. Und wir spielen das nächste Spiel. Okay, erstmal die Verträge anschauen. Demai hat abgelehnt. Okay. Wir wollen. Also Demai, wir wissen, welche Rolle er hat. Demai ist wichtiger Stammspieler. Torprämie von 20. Und dann, was haben wir noch? Korb. Ja, Korb. Ist ein Rotationsspieler. Und Winter. Ja, ich weiß nicht, er war eigentlich gut. Ich würde mir auch mal Rotationsspiele anbieten. Korb, Deusing, Sani, Winter, bla bla bla. So, Nachrichten von Spielern haben wir keine, doch von Hackenberg hatten wir. Aber wir spielen das nächste. Tim Lünbach hat abgelehnt, will auch wissen, welche Rolle er gern hat. Gehaltswunsch. Oh, okay, Gehaltswunsch nicht erfüllt. Lünenbach. Ja, würde ich auch sagen, ist ein wichtiger Stammspieler. So, aber jetzt spielen wir dann das nächste Spiel gegen den FC Oberlausitz Neugersdorf. Und ich würde sagen, haut rein, Leute. Und ich würde auch sagen, machen wir Schluss für heute.